zu wenig Level. Aber die hat Unbreaking 2 und Effizienz 4. Das ist schon mal auf jeden Fall ordentlich was. Damit können wir jetzt ein bisschen Gas geben. Und ja, wir gehen jetzt mal ganz kurz hinten hin. Ich zeige euch jetzt mal eben, wie es hier aussieht hinten beim Bauernhof. Let's start again. Moin, ihr Zerberster und Zerbersterinnen, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von MC Legend. Und wir hatten ja vor, in dieser Folge ein bisschen, ja, Bauarbeiten an unserem Haus vorzuführen. Und deswegen würde ich sagen, geben wir hier auch mal ein bisschen Gas. Ich lege mir das mal so zurecht, dass das was schneller geht. Jetzt werden wir nämlich hier anfangen, überall, wo die Erde ist, das erstmal durch Cobblestone zu ersetzen. Weil so kriegt das Haus ein ganz anderes Feeling wieder. Das wird dann viel schöner aussehen. Hatten wir auch ja mit den Zuschauern im Livestream so abgesprochen gehabt, dass wir das so machen wollen. Oh, ich muss halt nur gucken. Okay. Kein Problem. Ist jetzt nicht so schlimm, wenn da so ein kleines Loch mal drin ist. Muss halt wirklich nur einen Schlag nach dem anderen machen, weil diese Schaufel ist halt so stark. Die baut halt richtig schnell, seht ihr ja. Aber hier hinter ist überall Holz. Da kann ich das so machen. Und da braucht man nämlich Holz jetzt. Da müssen wir jetzt diese Stämme holen. Das kann ich jetzt leider noch nicht reinsetzen. Entschuldigung. So, dann müssen wir das so abbauen hier. So, zack, 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 zack. Kann ich leider nichts machen gerade. Das ist echt ein bisschen schade. Aber da werden wir uns dann nachher auch drum kümmern, dass wir dann ein bisschen Fichtenholz besorgt kriegen, damit wir das hier dann auch mit den Stämmen schön geregelt bekommen. Sollte dann schon relativ gut klappen, auf jeden Fall. Dann gehen wir mal weiter hier jetzt. Zack. So. Da bauen wir das hier so. Zack, zack, zack. Sehr schön, dann haben wir das auch. Oh, da haben wir aber auch noch ein bisschen was an Stein. Den müssen wir dann gleich wegkloppen mit einer Spitzhacke. So. Jo, und hier müssen wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen Erde entfernen. Ich habe ja gesagt, wir werden ein bisschen auch Terraforming betreiben. Weil das Haus ist noch nicht so, dass mir das gefällt momentan. Also es ist noch nicht so, dass ich sage, schön. Schön ist es noch nicht. Von außen. So. Genau, da müssen wir jetzt mit der Spitzhacke hier einmal ran. Zack, zack. Oh. Ein bisschen wieder Stein nehmen. So. Dann setzen wir den schön fleißig überall dran. Ich finde, das sieht auf jeden Fall, das gibt schon einen ganz anderen Touch wieder, wenn das hier so alles dann nachher ist. Na komm, setzen wir da drauf, was soll's. Sieht auf jeden Fall schon ein bisschen schöner aus, förmlicher. So, zack. Ja, dann müssen wir hier jetzt gucken. Jetzt war hier das so ein bisschen, okay. Gut, da muss ich jetzt überall nicht so Steine dran setzen. Hier muss ich aber wieder anfangen. So. Da müssen wieder überall schön Steine dran. Tam, tam, tam. Hier muss dann ein Holzstück wieder. Jo, das können wir alles wieder so lassen. Und hier fangen wir dann wieder an, Gas zu geben. So. Ist ein bisschen Konzentrationsarbeit, weil man muss wirklich darauf achten, dass man hier sich halt nicht vertut. Nachher viel zu viel oder so abbaut. Obwohl, ich muss hier... Ich kann hier ganz runter gehen. Ja, hier kann ich ganz runter gehen. Das sieht dann ein bisschen besser aus hier so, von der Form her. Ich denke mal, die Leute, die sich ein bisschen mit Bauen auskennen, die wissen, wie ich das meine. Ja, okay, das können wir so lassen. Sehr geil. So, hier müssen wir aber jetzt wieder auch. Zack, 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 zack. So. Wir kommen auf jeden Fall sehr schnell voran mit dem Hausbau. Das ist schon mal das Gute an der ganzen Sache, weil wir haben halt auch die, wirklich die guten Sachen dafür. Mittlerweile. Und deswegen macht das dann auch, finde ich, meiner Meinung nach viel mehr Spaß, so ein Haus zu bauen, weil ich habe keinen Bock, mit einer Holzschaufel da stundenlang alles abzubauen. Sowas finde ich immer extrem nervig. Deswegen baue ich immer am liebsten erst, sobald ich dann ein bisschen Diamanten-Equipment habe. Oh, jetzt nehmen wir erstmal die hier rein wieder. So, zack. So. Dim, da, dim, 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 dim. Dim, da, dim, dim, dim.
Sehr gut. Schön hier die Steine, ja, hinsetzen. Zack. Ja, das sollte auf jeden Fall passen. Jetzt haben wir das von außen schon mal schön gemacht, alles. Ey, das sieht schon... Uiuiui, das gefällt mir richtig gut, das Haus. Ich finde das schon von der Form her echt schön, so. Und wir müssen jetzt auf jeden Fall noch gucken. Wir müssen dann noch ein paar Blumen und so in die Kästen pflanzen. Dann wird das noch schöner alles. Und rundet das Ganze noch immer mehr ab. Und mit der Zeit wird das Haus halt, wie gesagt, immer schöner und schöner werden. Wir müssen jetzt auf jeden Fall gucken, dass wir erstmal meine Axt finden. Wo ist denn Kevin seine Eisenaxt? Meine Eisenaxt. Ich hatte so eine schöne Eisenaxt. Ich weiß aber, wo wir schöne Eisenäxte haben. Nämlich in unserer Waffenkammer. Und da werden wir jetzt eine rausholen. Und dann werden wir gucken, ob wir hier ein bisschen Fichtenholz irgendwo finden. Hier wird es bestimmt irgendjemand geben, der ein paar Fichtenholzbäume gepflanzt hat zum Farmen. Ich glaube, hinten am Bauernhof haben wir sogar welche. Müssen wir jetzt mal schauen. Und dann werden wir... Ach, da hinten, guck mal. Da sind Fichtenholzbäume. Und zwar sehr, sehr große sogar. Sehr geil. Die werde ich jetzt gleich abholzen dann. So. Ja, langsam füllt sich der Server auch. Es werden jetzt schon, sind jetzt schon 20 Leute wieder drauf. Coole Sache. Wie gesagt, vormittags ist es immer so eine Sache, ob hier viele Leute drauf sind, ne? Am Wochenende oder in den Ferien halt natürlich weitaus mehr. Ey, das ist so krass, was dann für eine Aktivität in dem Projekt herrscht. Und alle sind jetzt gerade zur Zeit echt motiviert, wieder zu bauen. Ich freue mich mega. Das macht so viel Spaß gerade. Vor allen Dingen mein Hausbau. Ich habe da so Bock drauf. Ich will das Haus endlich so weit kriegen, dass es fertig wird. Weil ich habe so viele Pläne für die Stadt, habe ich euch ja schon erzählt. Und da werden wir so viel machen noch. Das wird einfach nur echt cool, was wir in der nächsten Zeit hier alles auf YouTube bauen werden. Ich habe vor, definitiv noch eine Mühle am Bauernhof zu bauen. Der soll auch noch fertig werden. Ich kann euch gleich mal zeigen, was ich im Livestream letztens gebaut habe. Ich habe eine angefangene Vorlage für eine Scheune zu bauen, die dann für alle Tiere nach und nach gebaut werden sollte. Ich trinke mal ganz kurz einen Schluck. Einen Moment. So. Ja, und da haben wir jetzt schon angefangen, die ganzen Scheunen zu bauen. Wir werden den Bauernhof jetzt demnächst fertigstellen. Und dann gucken wir mal. Dann habe ich auf jeden Fall vor, noch irgendwie so Türme und sowas zu bauen. Also ich habe echt viele Ideen. Auch eine Fischerhütte und sowas sollte ja noch gebaut werden. Also Ideen, da wird es auf jeden Fall nicht dran mangeln. So, jetzt gucken wir erstmal. Dass wir uns hier eine schöne, super, duper geile Axt zusammenwursteln. Mit der wir richtig Gas geben können. Oh. Steht der Amboss hier unten noch? Der? Ne, den haben sie auch nicht mehr. Aber oh, wir müssen gucken. Unsere Amboss. Okay, also Eisen haben wir ja schon noch genug. Aber da müssen wir echt gucken, dass wir davon nicht zu viele verbrauchen. Wir sind momentan viel am Verzaubern. Deswegen auch, denke ich mal. Okay, dafür reicht es jetzt leider nicht. Dafür habe ich ein bisschen zu wenig Level. Aber die hat Unbreaking 2 und Effizienz 4. Das ist schon mal auf jeden Fall ordentlich was. Damit können wir jetzt ein bisschen Gas geben. Und ja, wir gehen jetzt mal ganz kurz hinten hin. Ich zeige euch jetzt mal eben, wie es hier aussieht hinten beim Bauernhof. Also die Stadt ist sich wirklich gut am entwickeln. Das ist ja der Handwerksviertel. Hier entstehen halt Handwerkshäuser. Da sind auch, wie ich schon vermutet habe, wieder Fichtenbäume. Die sehen immer so kahl aus. Ich weiß auch nicht warum. Und ja, man sieht das jetzt gerade ganz schlecht hier. Das sind die Scheunen, die großen Gebäude. Da werden wir auf jeden Fall uns mal dann in den nächsten Folgen welche angucken. Oh, ich platziere hier mal eine Fackel, damit wir hier ein bisschen Licht haben. Und jetzt werden wir uns erstmal ganz kurz ein bisschen Fichtenholz besorgen, weil das brauchen wir halt für den Bau meiner Behausung momentan. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich demnächst auch ein bisschen was anbrate etc. Wir haben auch einen riesigen Kornspeicher, wo wir halt unsere ganzen Nahrungsmittel wie Karotten, Kartoffeln, Weizen, Zuckerrohr und alles mögliche lagern. Oh, den setzen wir wieder dran. Damit wir halt, wenn dann ein Dorf kommt, wo wir gut traden können, wie es jetzt zurzeit der Fall ist, relativ schnell Gas geben können mit dem Traden. Weil das ist schon sehr wichtig, dass wir da Emeralds ohne Ende uns rausholen. Und da werden wir auf jeden Fall gucken. Dann werdet ihr alles so in den Aufnahmen immer nach und nach mitbekommen, weil ich immer wieder irgendwo mithelfe und dies und das und jenes mache. Hier sieht man jetzt die Scheune. Ich würde euch die jetzt gerne von der Seite zeigen, weil das Dach, das ist
nochmal detailliert gebaut. Ich denke mal, deswegen bauen die zurzeit auch an den anderen Scheunen noch nicht so weiter, weil die Dächer sind echt viel Arbeit, wenn man die so detailliert baut. Aber da müssen wir wohl oder übel durch, die Menschen. Und wir versuchen zurzeit jetzt echt einen Grund in die Stadt reinzubringen, dass wenn man sich die mal anguckt, es gibt ja texturio.com. Wir werden mal gucken, je nachdem verlinken wir auch euch mal die Seite hier in der Videobeschreibung. Das ist von Debitor eine Seite. Da ist ja das Projekt Legend ganz oben mit dabei. Da kann man sich halt die Städte mit so einer Live-Map anschauen. Und wenn man von oben so auf die Welt der Menschen guckt, sieht das noch nicht ganz so schön aus. Es sieht auf jeden Fall schon cool aus. Man erkennt auf jeden Fall, dass eine Struktur geschaffen wird. Aber es ist halt noch nicht so in dem Bereich, wo wir sagen, okay, mega cool. Ne, da müssen wir noch hinkommen. So, jetzt fahren wir dann erstmal hier weiter. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal ganz viel Fichtenholz holen, weil das brauchen wir auf jeden Fall für das, was wir vorhaben. Und dann müssen wir auch noch gucken, dass wir Dark Oakwood irgendwo besorgt kriegen. Weil das ist auch sehr, sehr dringend, dass wir das brauchen. Ich brauche das ja für mein erstes Stockwerk im Haus als Laminatboden. Und ich weiß noch nicht genau, wo wir das herkriegen können. Ich glaube, wir hatten sogar ein Dark Oakwood in der Farmwelt. Da könnten wir mal schauen, ob wir vielleicht in der nächsten Folge uns mit dieser Axt auf den Weg begeben und gucken, ob wir da eins finden. Holzen wir noch den großen hier ab. Ja, den nehmen wir auch noch mit. Komm, den nehmen wir auch noch mit. Und dann können wir nämlich schon mal das Laminat im zweiten Stockwerk verlegen dann. Wenn wir dann nach und nach da vorwärts kommen. Im ersten Stockwerk. So. Und dann will ich ja noch so einen Speicher bauen. Also so einen Dachboden. Ich will auch ein paar Gästezimmer bei mir machen, dass Leute die Möglichkeit haben, die neu ins Projekt kommen, bei mir einzuziehen. Und eine Zeit lang da zu verweilen. Bis sie ihr eigenes Haus haben. Ich baue ja ein riesen Herrenhaus. Ich werde mir auch wieder... Oh, was war das denn für ein Geräusch? Ach, das, wenn ich dagegen schlage, okay. Ich werde mir auch wieder wie ein Craft Attack ein größeres Lager unters Haus bauen. Müssen wir halt mal schauen, wie wir den Keller machen werden. Aber das wird auf jeden Fall eine riesen Kiste wieder werden da. Dann geben wir da auf jeden Fall ordentlich Gas. Zack, zack. Zack, gut, jetzt haben wir den Baum auch vernichtet. Komm, damit der hier nicht so alleine rumsteht. Nehmen wir den auch noch mit. Ja, so. Gut, dann haben wir die jetzt auch zerberstet, die Bäume. Und machen uns jetzt erstmal auf den Weg Richtung Behausung, um unser Fichtenholz auch, was wir jetzt gesammelt haben, zu benutzen. Oder sollen wir uns... Ich weiß noch nicht. Ja, komm, wir bringen es jetzt erstmal dahin. Okay, gestern haben wir einen Typen mit Full Dia gekillt. Ja, sehr gut. Ich schreib mal zurück. Sehr gut, Soldat. So. Ja, wir müssen das noch so ein bisschen üben mit ein paar Zuschauern, denen sagen, dass immer Roleplay-mäßig geschrieben werden soll. Ist ja immer Rule, ne? Roleplay-mäßig. Für die Kritiker sonst hier. Dass wir so ein bisschen Roleplay-mäßig das hier alles handhaben. Und dann kommt auch ein ganz anderes Feeling hoch. Also es ist schon sehr geil. Ihr müsst auch mal öfters im Livestream wirklich vorbeischauen. Wenn ich so die Zwergen besuchen gehe, dann mache ich immer so eine Stunde Roleplay. Und ich werde da immer verfolgt bei den Zwergen. Das ist richtig witzig. Echt geile Sache. Und wir werden auf jeden Fall gucken, dass wir das im Livestream auch wieder fortsetzen. So im Livestream Roleplay ist eine ganz andere Kiste wie in YouTube. Weil da kann man aufnehmen und immer nochmal neu machen. Und im Livestream muss man immer spontan auf alle Situationen eingehen. Und das finde ich halt richtig, richtig nice. Das macht mega viel Spaß, dann dort ein Roleplay zu machen. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier wieder so irgendwie runterkommen. Sehr geil. Okay, gehen wir hier lang. So. Und dann werden wir jetzt gleich nämlich das ansetzen. Und die dunkle Bruderschaft übrigens, für alle, die sich fragen, warum da kein Video kommt, da wird bald was kommen. Ich musste jetzt warten, bis die Stadt sich erstmal in gewissen Maßen entwickelt hat, weil sonst hätte das geschichtlich nicht so gut gepasst. Und wie gesagt, wartet da einfach ab, das wird richtig, richtig cool werden, was da kommt. Was also die dunkle Bruderschaft angeht, das wird echt eine coole Kiste sein. Und da werden dann auch regelmäßig wieder Videos folgen, wird richtig, richtig nice. Das habe ich ja auf jeden Fall geplant. Die sind halt ein bisschen aufwendiger, weil da muss ich viel Schnitt machen, etc. Ja, und wird auf jeden Fall eine coole Sache. So. Ach nee, rein brauchen wir ja gar nicht gehen. Wir müssen jetzt direkt von außen hier anfangen, dass wir noch dann vielleicht jetzt in der Folge das direkt fertig kriegen. Mit dem ganzen Holz hinsetzen. So, hier muss einer hin. Da muss einer hin. Hier müssen zwei hin. Hier. Ja, dann haben wir das abgeschlossen sogar schon heute. Sehr geil.
in der Folge. Finde ich dann richtig gut, dass wir so weit gekommen sind. Vor allen Dingen, dass wir das auch mit dem Holz jetzt hier geschafft haben dann noch. Ah, hier kann ich direkt weitergehen, ja. So, zack, zack. So, dann setzen wir hier direkt auch dran und hier auch. Oh. Das bauen wir wieder ab. So. Okay. Nur kurz ein bisschen drumherum gehen, gucken, ob wir das hier... Okay, hier müssen wir auf jeden Fall eins dran setzen, weil man sieht da ja das Holz. So. Hier ist überall alles passend. Ich denke mal, wir haben soweit hier alles. Oh, hier ist noch eine Ecke. Da. Aber soweit haben wir, denke ich mal, alles jetzt fertig hier. Ich gehe jetzt nochmal hier ganz kurz ein Stück rum so. Einfach nochmal gucken zur Sicherheit. Nee, passt alles. Ja, da würde ich sagen, werden wir für heute die Folge schon wieder beenden. Im Dunkeln. Lässt sich gut munkeln. Ja, es wird jetzt gleich auch irgendwann Tag. Ich sag wieder danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da, einen netten. Und ja, vielleicht ein Däumchen nach oben. Und dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal mit MC Legend. Danke fürs Zuschauen, ihr Zerberster und Zerbersterinnen. Und tschüss.